frisch und munter geht's jetzt hoffentlich wieder rein in eine neue Runde. Beruhigt habe ich mich jetzt noch nicht, aber ist okay. Wir werden das Ding schon schaukeln mit der guten Rin. Mit der guten Rin bin ich wirklich vorbeigegangen gerade oder was ist jetzt? Oh, Body. Also ich halte ihn nicht davon ab. Das ist nur smart jetzt, das machen zu lassen. Na aus, das ist Boon. Ach komm, ich habe so gehofft, dass du einfach nur das Totem zerstörst und ich direkt Pentimento bekomme. Ich habe so gehofft, okay. Ja, wo bist du denn jetzt hin? Du Widerlicher. Ach, wisst ihr was? Irgendwann reicht's mir aber auch mal. Komm, gehen wir zu euch hier. Da ist jedenfalls, glaube ich, jemand. An dem Generator. Oh, shit. Beruhigen Sie sich bitte. Wow, der Loop hier ist halt disgusting. Der Loop hier ist halt freaking disgusting as fuck. Also das ist wirklich einfach nur ein crazy disgusting Loop. Wow. Ja, wir gehen zurück zum Generator und bekommen dann hoffentlich uns dann Hit. Oh, warum? Oh Gott. Also Garden of Troy ist wirklich kein Troy. Also ich verstehe nicht, wer auf die Idee gekommen ist, das überhaupt Garden of Troy zu nennen. Das ist so dumm. Das ist so, oh, ist so ugly. Also die Map hier ist wirklich einfach nur disgusting leider. So wie so viele sind die BD leider. Hm. Ach so! Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Ah ja, hä? Warum auch nicht, ne? Ich bin weg, ganz ehrlich. Wow. Wieder absolut gebrochen gerade. Absolut gebrochen. Was? Warum? Hast du das geschafft, hä? Ja, komm. Digga, das Bild verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Aber ich verstehe, dass ich auf jeden Fall hier zerstört werde. Das verstehe ich. Aber ich hoffe, dass ich das nicht... Oh, komm. Haut dein Death Heart raus. Ist auch so widerlich. Ich hätte nichts tun können. Ich hätte entweder die Palette in die Fresse bekommen können oder Death Heart fressen. Oh, okay. Nee, ich verstehe das. Ja, zwei Fans verloren für unseren ersten Hook. Und ich muss auch sagen, ich finde ehrlich nicht, dass wir hier ein gutes Setup haben. Also, nee. Also Blood Favor brauche ich ehrlich nicht. Ehrlich nicht, nee. Ich sehe da keinen Sinn, Blood Favor mitzunehmen. Devour oder so, viel, viel besser, finde ich. Viel, viel besser. Safe, go. Fucking hell, warum tut ihr mir das an? Sind das gerade wirklich beide meine Perks gewesen? Es sind wirklich beide meine Perks gewesen, oder? Das waren gerade... Ohoho! Das ist natürlich belastend! Aber okay. Wir bekommen das schon geschaukelt, oder? Ja. Wir müssen jetzt halt nur noch Dauer fokussen. Wir fokussen sie einfach zu Tode jetzt. Pizza wird sterben. Tut mir leid. Pizza, bitte! Okay. Bitte sag nicht, sie hat ein Green Medkit und hielt sich jetzt während dem Chase komplett voll. Das wäre so widerlich wieder. Oh, komm jetzt, bitte. Gönn einfach schnell einen Kill. Wenn du einen Strike hast, Homie, dann... Ja? Ach so, Okay, ja, weiterreden, alles gut bei mir. Ja. Ja. Oh, du bist so cool. Hä, warum bist du so cool? Ach so, ich miss natürlich. Wow. Hä, warum bist du so cool? Ja, T-Bag, komm. Ja, ich gehe nicht weg von dir. Keine Sorge, alles gut. Wir haben es geschafft, Leute. Also das Bild finde ich ehrlich nicht gut. Also auch einfach so.
Einfach so finde ich es nicht gut. Wow. Also wirklich, das Bild ist crazy schlecht, finde ich sogar. Ich... Ja, T-Bag. Also ich gehe jetzt nicht nur auf sie, weil sie T-Bagt oder so, sondern weil ich sie wirklich rausfokussen muss. Sonst habe ich gar keine Chance. Obwohl ich wahrscheinlich generell, ja, keine Chance mehr habe hier. Boah. Oh, nein. Nicht auch noch das jetzt. Nicht auch noch das, komm. Boah, es ist so disgusting. Es ist so disgusting, was ich heute für Lobbys bekomme. Wirklich, es ist... Boah. Sie stirbt auf einer Palette. Nur damit sie gesaved werden kann, oder was? Oh mein Gott, das ist so dumm. Ich... Was hätte ich tun sollen? Sie nicht aufheben? Wäre ich gefickt gewesen. Hätte ich sie aufgehoben? Gefickt. Ey, es ist so... Ich verstehe es nicht. Ey, wirklich, was ist das? Wow, wow. Ey, Dude, bitte, warum bist du so toxisch? Ich verstehe es ja nicht mal. Oh, sie ist da drüben schon, da drüben ist sie schon. Sie ist da drüben schon, da drüben ist sie schon. Da drüben ist sie schon. Oh, fucking hell. Wenn da jetzt wer... Ja. Okay. Finde ich fair, ja. Achso, ja. Hit. Will noch wer? Also wollen noch drei Leute kommen, Hit tanken oder. Würde ich auf jeden Fall cool finden. Also ja, Leute. Wirklich, ich war eigentlich wieder vollkommen bereit nach den letzten drei Runden, die ja echt übelst Schmutz waren. War ich echt so bereit jetzt wieder. Dass wir. Boah. Dass wir jetzt wieder normal reinstarten. Aber leider nee. Leider nee. Leider einfach nee. Wenn das andere Gate halt offen ist, bin ich halt komplett am Arsch. Wow. Ich will sie einfach rausholen, dass wir wenigstens einen Kill bekommen. Aber das gestaltet sich wahrscheinlich auch schon als sehr schwierig. Boah, okay. Ja, Leute, wir haben einen Kill und wieder mal gesehen, was das für crazy shitty Lobbys sind, die wir hier gerade leider facen. Ich habe mich eigentlich nicht nach den letzten drei Runden, was ich sagen wollte, wirklich beruhigt gehabt. War eigentlich wieder guter Dinge, dass wir jetzt mit einem stärkeren Killer wie Rin da mehr gerissen bekommen. Aber, ja gut, nee. Einfach nur unlucky gewesen, das ganze Game über. Das ist, was wir bekommen haben. Das ist das Einzige, was wir gerade abbekommen haben. Holy shit. Disgusting. Wo sind meine Punkte? Wo sind meine Punkte? Da sind meine Punkte. Hä, warum habe ich es nicht gesehen? Bin ich lost? Also ja, bin ich. Stimmt. Ja. Disgusting. Also, ich weiß nicht. Die Lobbys sind gerade echt nicht das Schönste, was ich jemals gefaced habe. Aber ja. Ja, was wollen wir machen, ne? Gehen Sie bitte raus, Homies. Gehen Sie bitte raus, Homies. Ja, T-Bag mich. Ja, du bist ein cooler Typ. Ja, verstehe auch nicht, warum die so toxic sind. Also, hä? Ja, ihr habt gut gespielt. Safe Call. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob das toxic sein jetzt unbedingt sein muss. I don't know. Ja, sie ist wenigstens rausgegangen. Danke, sehr nett von dir. Jetzt bekommen wir noch ein bisschen Trash Talk ab, weil das halt normale Toxic Survivor sind. Und gucken wir uns mal an, was da los ist. Boah. Ja, das ist natürlich ein ultra krasses Medikit, ultra krasses brand new part. Flashlight hat ganz weirde Angles gehittet. Und ja, also das Adrenaline Timing, das ist so frech, das ist so disgusting gewesen, holy shit.
Also, Leute, ich wünsche euch wirklich einen schönen Tag. Ich muss nach der vorherigen Pause jetzt noch eine Pause nehmen, weil das war ja schon wieder nicht mehr feierlich, was hier abgegangen ist. Aber Leute, das Bild generell würde ich euch auch nicht empfehlen. Ich würde einfach Bloodfaber für Devourer oder so austauschen. Dann könnte man es rocken, aber ich finde, es gibt auch so bessere Setups auf Rennen. Und yo, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr werdet nicht so hart gebrochen wie ich. Holy shit, what the fuck.